Der Mann ist vermutlich Millionär, aber so oft es geht, rennt er in den Kuhstall. Davon hat Stefan Dürr jede Menge hier in Südrussland. Und alle sind brandneu und nach modernster deutscher Technik gebaut. Auch Kühe hat er reichlich. 5.000 allein hier in Woronesch, 20.000 in ganz Russland. Und auch die sind importiert, immer 30 Stück auf einem Lastwagen ab nach Russland. Futter- und Melktechnik hat er auch mitgebracht. Warum produziert er die Milch dann nicht gleich in Deutschland? Weil man hier einfach viel mehr Platz hat als in Deutschland. Das heißt, das, was Sie hier machen, könnten Sie so in Deutschland nicht tun? Also wir haben in Deutschland ein kleines Land, also ich ganz ursprünglich komme ich aus einem kleinen landwirtschaftlichen Betrieb, mal 14 Hektar gehabt. Und dann können wir sich überlegen, dann kann man vielleicht was dazu pachten, dann kommen wir vielleicht auf 100 Hektar oder auf 200 Hektar, aber da kommen sie auch nicht so arg weit. Ne? Außerdem gibt es in Deutschland eine Milchquote. Und was hier können sie ohne Beschränkung so viel Milchkühe, wie sie halten wollen, so viel halten sie und so viel Fläche, wie sie brauchen, so viele Flächen können sie im Prinzip pachten oder kaufen. Keine Milchquote, keine Flächenbegrenzung. Dabei, dabei, Dürrs Kühe verstehen inzwischen auch Russisch und geben brav 20 Liter Milch pro Tag. Die verkauft Dürr an zwei örtliche Molkereien und kriegt pro Liter nicht 32 Cent wie in Deutschland, sondern 48. Schon ist er Russlands viertgrößter Milchproduzent. Und für den Stallneubau hat er sogar Subventionen vom russischen Staat bekommen. Russland, ein Bauernparadies? So muss ich natürlich ja auch schon auf ein paar Schwierigkeiten einstellen, einfach was organisatorische angeht. Man muss halt auch bereit sein, sein Lebensumfeld zu ändern. Und klar, wenn jemand halt zu Hause im deutschen Dorf wohnt, dann halt auch seine Lebensgemeinschaft drumherum, und das ist ja auch was wert. Der Mann aus dem Odenwald bringt seinen Leuten bei, dass rausfliegt, wer im Stall mit Wodka erwischt wird und dass er keine Bestechungsgelder an lokale Behörden zahlt. Zumindest ab jetzt nicht mehr. Die Korruption, ein heikles Thema, über das er vor der Kamera nicht reden möchte. Nur so viel. Gute Mitarbeiter zu finden, ist schon schwierig. Also wir haben jetzt inzwischen eine super Mannschaft, aber das hat Jahre gedauert, bis wir eine gute Mannschaft zusammengekriegt haben. Angefangen hat Stefan Dürr in den chaotischen 90er Jahren, als die Sowjetunion zusammengebrochen war und die Kolchosen im Land noch so aussahen. Dürr gerät durch ein Praktikum nach Russland und berät die russische Regierung bei der Umwandlung staatlicher Agrarbetriebe in private und sieht, was zu tun ist. Schließlich steigt er selbst in den Handel mit Landmaschinen ein und verdient damit so viel Geld, dass er wieder aktiv in die Landwirtschaft zurückkehrt, diesmal im ganz großen Stil. Er pachtet und kauft Land, knapp 130.000 Hektar in ganz Russland. Ist das für einen Deutschen nicht schwierig? Da unten fließt der Don entlang und der Don war im Zweiten Weltkrieg die Grenze. Also auf dieser Seite stand die Wehrmacht, auf der anderen Seite die Sowjetarmee. Und natürlich geht es an der Bevölkerung nicht vorbei. Natürlich erinnern sich die Leute und es war ja auch ganz grauslich. Und natürlich hat man als Deutsche, ist auch schon eine gewisse Skepsis da. Aber inzwischen ist es, denke ich, ein richtig warm, ein herzliches Verhältnis. Die Menschen, die für Dürrs Firma arbeiten, trauen ihren Augen kaum. Ausgerechnet ein Deutscher hat den Leuten in den heruntergekommenen Dörfern wieder Hoffnung und Arbeit gegeben. Er hat den verfallenen Kindergarten wieder aufgebaut und hängt dafür jetzt als Halbgott gleich neben Putin an der Wand. Im Dorf hören wir nur Gutes über Stefan, den Deutschen. Die jungen Deutschen von heute können doch nichts dafür. Und wenn unser Staat denen das erlaubt, dann wird's wohl richtig sein, meint sie. Jetzt kriegen wir wenigstens unser Geld, sagt er. Und wenn wir es nicht schaffen, unser Land selbst zu bearbeiten, dann soll es eben der Deutsche machen. 2500 Arbeitsplätze hat er in Russland geschaffen. Und der Betrieb läuft so gut, dass er jetzt über Gemüseanbau und einen Börsengang nachdenkt. Und immer wieder hat Stefan Dürr deutsche Bauern über seine Schwarzerde-Äcker geschleift, hat richtig Werbung gemacht für Russland als Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Gekommen ist keiner. Natürlich jemand, der jetzt sein Lebensumfeld, wo aufgewachsen ist, seine Landwirte, das sind ja eher konservative Menschen. Jemand, der sein Lebensumfeld verlassen muss, klar ist Russland schon was ganz anderes. Aber ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, dass der Ruf schlecht ist. Ein Bauer sucht Land und Abenteuer. Beides gibt es in Russland reichlich.